Mahlzeit, Freunde, Mahlzeit, Bastler, hallo Abonnenten, hallo Neuankömmlinge auf meinem Kanal. Heute dreht es sich um mein Tonequipment, was ich hier so nutze. Alle, die meine zurückliegenden Videos kennen, wissen ja, was ich mir vor kurzem zugelegt habe. Und ich habe in einem meiner Videos da erwähnt, dass ich euch das mal näher zeigen werde. Und ich habe gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Ich habe momentan keinen Bock auf Reparatur. Ich habe bis gestern spät in der Nacht Reparaturen ausgeführt. Habe dann heute mal ein bisschen um 11 Uhr geschlafen und dann hat mich die Post aus dem Bett geschmissen. Und jetzt sitze ich hier wieder in der Werkstatt und gedacht so, ich zeige euch mal heute so ein bisschen mehr von meinem Equipment hier, was den Ton betrifft. Ich spiele damit noch rum. Ihr werdet erst beim Hangout gemerkt haben, dass da am Anfang so leichte Problematik war mit dem Ton, mit übrigens YouTube selbst auch. Aber ich habe versprochen, ich arbeite dran und tagtäglich lerne ich besser mit meinem Equipment umzugehen. Und ich wollte das jetzt hier nicht mit meiner Canon alles so filmen und habe mal ganz kurz mein Handy so ein bisschen zweckentfremdet, weil mein HTC One A9 hat eine sehr, sehr gute Kamera und da habe ich dann gesagt, jo, mache ich damit mal so eine kleine Aufnahme. So, das zeige ich euch jetzt und danach schwenke ich dann um mit meiner Canon, die halt hier unten auf dem Computertisch gerichtet ist, und zeige euch dann mal, was ich an dem Mischpult so nutze, was ich da hinzugekauft habe, um halt eben einige Anschlussmöglichkeiten, Heuwägelchen nutzen zu können. Das heißt, jetzt blende ich das Handy ein. Freunde, da seht ihr mein Chaosplatz. So, ich gehe mal ein bisschen näher. So, da seht ihr das, was ich nutze für meinen Ton. Und ich habe jetzt den sogenannten Schutz nach unten geklappt, damit ihr das Mikrofon besser seht. Da ist der Schwenkarm. Da ist mein Mischpult für den Ton. Da komme ich gleich näher drauf. Da hängt meine Canon-Kamera, die halt hier unten auf meinen kleinen Basteltisch zeigt, und da hängt meine kleine Webcam, die ich so beim Hangout nutze, auch über einen Monitor-Schwenkarm, den ich umgestaltet habe, dass da halt meine Webcam drauf passt, und da halt mein Riesenmonitor. Und das ist also immer ganz schwierig, wenn ich hier sitze und Video drehe. Ich muss also, wenn ich direkt davor sitze und halt eben Videos drehe, weil letztens jemand sagte, ich sollte doch mal direkt in die Kamera schauen. Es sieht so ein bisschen unpersönlich aus, wenn ich immer meinen Blick nach unten gerichtet habe. Habe ich noch nicht mal unbedingt, denn wenn ich direkt in die Kamera gucke, muss ich meinen Kopf immer anheben und so ein bisschen hochschauen,
was dann auch immer so ein bisschen schwierig ist, direkt auf die Kamera zu starren, um das so darzustellen, als wenn ich euch in die Augen schaue. Das ist also nicht unpersönlich, wenn ich meinen Blick nach unten richte. Ich habe unten natürlich dann immer hier die Tastatur stehen, die ich von da unten wegnehme. Und da, wo jetzt das Mischpult ist, da ist mein Mauspad. Und da muss ich halt die Sachen dann auf dem Computer bedienen. Also Leute, verzeiht mir das, wenn ich euch nicht immer direkt in die Augen schaue. So, dann werde ich das mal hier, das Video stoppen mit meinem Handy und werde das dann gleich einfügen und zeige euch dann ein bisschen näher mein Mischpult, was ich da für Adapter geholt habe, was für Funktion ich bei dem halt Mischpult so nutze. Bis gleich, schwenken wir mal um. So, ihr seht, da ist mein Mischpult, das Pronomic M-502 USB. Das hier ist mein Pronomic Mikrofon, das M, wie hieß das noch, M22. Hier wird der PC angeschlossen. Hier habe ich jetzt ein Cinch-Kabel auf 3,5 Klinke mit vergoldetem Kontakt. Da könnte ich jetzt hier mein Handy dran anschließen oder aber jede andere Audioquelle. Hier steht jetzt CD, Tape to Mix. Wenn ich den jetzt hier einschalte, mische ich also hier rüber über den Tape-Eingang halt den linken und den rechten Kanal. Ich könnte aber hier genauso gut einen CD-Player anschließen. Also alle Quellen, Audioquellen, die über 3,5 Klinke gehen. Bei diesem Eingang hier besteht aber nicht die Möglichkeit, dass ich da das Eingangssignal verändern kann. Quasi in Höhen oder Tiefen, wie das hier, das bezieht sich auf den Mikrofoneingang, der also auch hierüber über einen Schalter, deswegen leuchtet hier die rote, das ist die Phantomspeisung für das Mikrofon, also die 48 Volt. Wenn ich den jetzt hier wegnehme, dürftet ihr jetzt gleich keinen Ton hören und ihr werdet merken, dass hier die NF-Anzeige, also die Sprache, weggeschaltet wird. Passt auf. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wieder ein und ihr merkt schon, mein Ton ist automatisch kräftiger und das kann ich wie gesagt hier regeln. Das ist also hier Höhe und Tiefe, linker Kanal, rechter Kanal und das ist die reine Verstärkung. Das beeinflusst also nur das Mikrofon. Bei Tape-In habe ich nicht die Möglichkeit, da irgendetwas zu ändern. Und zwar kann man dann, wenn man als Beispiel jetzt hier das Handy anschließt, und dann kann man, ich kann das ja mal demonstrieren. So, jetzt muss ich das richtige Kabel erwischen. So, zack, da rein. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ich das jetzt hier so hinkriege. So auf Anhieb. Wo ist mein Dateimanager? Dateimanager. So, Hangout Sound. Den spiele ich jetzt mal ab. So, mach jetzt CD Mix. Bestätigen
den Ton und steuere quasi damit den Eingang. So, stopp. Und ich schalte den jetzt wieder aus. So, das heißt also, da beeinflusse ich nur mit der Ausgangs-NF von dem Handy. Jetzt bin ich natürlich hingegangen und habe mir hier für den Line-In-Eingang so ein Kabel geholt mit 6,3 Klinke und habe jetzt hier, wie gesagt, auch den 3,5 Klinke. Und da kann ich jetzt hierüber steuern die Lautstärke. Das heißt also, also ich habe jetzt irgendeine Tonquelle, wo ich den Ausgang bzw. hier dann den Eingang auf diese Ports nicht steuern kann, weil da ein fester Pegel ist, kann ich den beeinflussen, indem ich hier laut und leise mache oder die Balance linken oder rechten Kanal zu steuern, was also die Möglichkeit gibt, da auch ein wenig variabel zu sein. Da ich nicht unbedingt immer hier 1000 Kabel haben möchte, bin ich jetzt hingegangen und habe mir hier noch 6,3 Klinke auf Cinch geholt, die ich in dem zweiten Port setze. So. Dann die nächste Möglichkeit, den zweiten Port kann ich hierüber auch regeln. Linken Kanal, rechten Kanal, Lautstärke. Dann gibt es die Möglichkeit, hierüber einen Kopfhörer zu nehmen. Wenn man jetzt einen Kopfhörer hat mit 6,3 Klinke, braucht man diesen Adapter nicht. Aber da ich jetzt einen Kopfhörer habe, der 3,5 Klinke hat, geht es da rein. Dann kann ich über diesen Kanal, also den sogenannten Phone Output, den ich hier auch jetzt noch ein bisschen regeln kann, meine eigene Sprache oder den Ton, den ich gemischt habe, abzuhören. Jetzt gibt es natürlich hier noch größere Modelle, wo ich andere noch Eingänge habe, wo ich auch Phantomspeisung machen kann. Aber ich habe gesagt, für die Preislage, was das Teil gekostet hat und für mich hier für YouTube, reicht das alle Male. Und ich denke mal, ich habe vorher so viel Geld ausgegeben für x-beliebige Mikrofone über USB und war nie zufrieden, was ich für einen Ton habe. Und mit dem kleinen Mischpult hat man so viel Variationsmöglichkeiten, Quellen einzusetzen, die man nutzen kann, untermischen kann. Oder aber auch, wenn man selber irgendwelche Spiele dokumentieren will oder halt heute unsere Gamer über YouTube, die ihre Spielkonsole da anschließen, da noch eventuell Kommentare zu geben und. Also vielseitig ohne Ende. Und ihr hört hier meine Tonqualität. Und wenn ihr euch meine ersten Videos anguckt, dann merkt ihr auch den gravierenden Unterschied. Ich denke mal, mehr ist nicht zu sagen. Und ich schalte mal wieder um auf die andere Kamera. Palim, palim, da bin ich wieder. Solltet ihr also Fragen haben über Ihmchen, dann schreibt das einfach im Kommentarfeld. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Über das Abonnieren meines Kanals würde ich mich natürlich freuen. Und die alteingesessenen Abonnenten meines Kanals kennen es schon.
Möge der Dampf mit euch sein. Tschüss, bye-bye. Winke, winke. Eure Smoke-Wolke, die Diane. Bis zu meinem nächsten Video.